So, gibt es hier irgendwas Geistermäßiges? Nö. Heißt, Geisterform wird nicht benötigt. Okay, Moment, ich will mich zurückverwandeln. Ragos. Ja, du bist ganz kleines Licht nur. Kleiner Pisser. Guck mal, jetzt gibt's nochmal den hier. So, tschüssi, bye bye. So. Ja, der ist doch tot. Achso, er ist schon weg. So, sonst gibt's hier nichts, ne? Nee. Okay. Ich habe jetzt zwei. Aber wie komme ich denn hier weiter? Das weiß ich irgendwie gar nicht, ey. Weil dadurch werden mir die restlichen beiden eröffnet, aber irgendwie habe ich hier keinen Plan, wie ich weiterkommen soll. Scheiße. Und hier geht's ja auch nicht weiter. Hier gibt's ja nichts, was mir jetzt was bringen würde. Aber hier oben habe ich doch schon überall geguckt, ey. Egal, gut, ich mach das dann irgendwie zum Schluss. Ich muss jetzt erstmal in die Träume. Dann gehe ich jetzt erstmal hier zu dem Albtraum. Wessen Albtraum das auch immer sein mag. So, Alistair und Goldana. Erstmal hier speichern. Hey! Schön, euch wiederzusehen. Ja! Ich habe gerade an euch gedacht. Ist das nicht ein großartiger Zufall? Ja, super. Das ist meine Schwester, Goldana. Das sind ihre Kinder. Und irgendwo laufen noch mehr herum. Endlich sind wir eine glückliche, große Familie. Geh weg von ihnen, Alistair. Das ist eine Täuschung. Das sind Dämonen, müsst ihr wissen. Ihr wirkt so zufrieden. Das sind Dämonen, müsst ihr wissen. Och, das sagt jeder über seine Verwandten. Aber ich war noch nie glücklicher. Ich bin voller Freude, meinen kleinen Bruder wiederzuhaben. Ich lasse ihn nie mehr aus den Augen. Darf ich ihn mal für eine Sekunde entführen? Wir haben woanders etwas zu erledigen. Langsam wird mir das Ganze etwas unheimlich. Es ist nichts Falsches daran, dass ich bei meiner Schwester lebe. Ich hatte bisher nie eine richtige Familie. Nun, Alistair, bleibt dein Freund zum Abendessen? Sag doch ja! Goldana kocht vorzüglich. Vielleicht macht sie uns ihre Fruchttörtchen. Wäre das wohl möglich? Natürlich, werter Bruder. Für dich immer. Wir müssen euch von ihm befreien. Bevor schlimmer wird, ich kann nicht bleiben und ihr solltet auch gehen, Alistair. Sie ist nur ein Dämon in Verkleidung. Glaubt nichts von all dem. Wie könnt ihr so etwas über Goldana sagen? Sie ist die Güte in Person. Ihr benehmt euch wirklich seltsam. Denkt daran, wie ihr hergekommen seid. Denkt gut nach. Schön, wenn es euch Spaß macht. Es ist irgendwie verschwommen. Seltsam. Alistair, komm und trink etwas Tee. Nein. Wartet. Erinnere mich, ein Turm, der Zirkel, wurde angegriffen. Bingo! Da waren Dämonen. Mehr weiß ich nicht mehr. Weil auch nicht mehr passiert ist. Heißt das, meint ihr, das ist alles ein Traum? Aber er ist so real. Natürlich ist alles real. Wasch dir vor dem Essen noch die Hände und ich... Irgendwas fühlt sich hier nicht so an, wie es sollte. Ich glaube, ich muss gehen. Dann kommt mit mir sich. Wir haben genug Zeit hier vergeudet. Nein, er gehört uns. Und lieber sehe ich ihn tot, als ihn freizugeben. Na dann. Lässt sich einrichten, also dass du zumindest stirbst. Ich habe noch nicht vor zu sterben. Alle tot? Nee, Moment.
Ach hier, guck mal. Hier sind auch noch ein paar von denen. Von den Spaßvögeln hier. So. Das war's, ne? Jetzt hier einfach wieder durch und dann ist es vorbei, oder wie? Goldana? Ich kann es nicht glauben. Warum habe ich das nicht früher gesehen? Mit dem Dürfnis in meinem Kopf. Ich weiß nicht. Die letzte Antwort ist auch geil. Nein. Ihr seid im Nichts. Das ist nicht die wirkliche Welt. Ja. Erzählt bitte niemandem, wie leicht ich zu täuschen war. Gehen wir jetzt? Moment, wo geht ihr denn hin? Was geschieht mit mir? Ja, nicht hey! Ich gehe. Du wachst auf, mein Freund. Ich muss noch ein bisschen hier bleiben. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht wie. So, ja, jetzt bin ich wieder hier, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme, echt, ja. Och, jetzt auf einmal sind hier wieder Gegner, warum das denn? Am Arsch. Moment. Ich muss weg. Ich werde mich mal schnell, zack, verwandeln. Und dann mache ich mal einen auf den hier. So, okay. Du willst ein Battle oder was? Komm her. Bam! Ja. So jeder hier nämlich. So jeder der Peter, mein Freund. Warum kommen denn jetzt auf einmal so viele Gegner? Bin ich jetzt hier irgendwie woanders? Ich weiß ja auch nicht. Oh. Ja. Sehr schön. Ich wollte mich gar nicht zurückverwandeln. Unverhofft kommt oft, nicht wahr? Alter, Mann, in der Form halte ich ja überhaupt nichts aus. Könnte auch daran liegen, dass ich die Steinrüstung zum einen nicht an und zum anderen, dass das auch kein Golem ist. Jetzt bin ich aber ganz woanders gelandet, ey. Oh, guck mal, was ist denn da? Was ist das? Was sind das für Inseln? Sind das die Inseln, wo ich dann immer drauf muss? Cool. Auf jeden Fall habe ich keine... Vorsicht, Moment. Oh, fick dich, du behinderter Golems. Ich verwandle mich jetzt auch in einen Golems. Ja. Alter. Hier. Piss dich, du blöder Mongo, ey. Hier. Zack. Hier, den habe ich auch noch drauf. Auf die Fresse. Los, gib ihm auf die Fresse. Gib ihm auf die Fresse, habe ich gesagt. Los. Und nochmal. Okay, komm, nimm mal den hier. Bam! Ah, kannst nix. Nix kannst du. So, hier. Kriegt er erstmal ein bisschen was in die Fresse. Boah, ich bin gleich tot. Muss mal unbedingt hier. So. Dann so und hier gibt es mal ein bisschen Spaß, ne? Ja, ein bisschen. So, dich werde ich mal kurz einfrieren und dann kriegst du noch den und dann ist schick. Okay. Ich bin hier trotzdem nicht richtig. Gut. Aber immerhin bin ich hier schon mal ein Schrittchen weiter. Kurz speichern, bevor etwas Schlimmes passiert. Ach so, der macht die Steinrüstung automatisch weg, das ist doch aber scheiße. Warum machst du denn sowas? Alter, am Arsch. Ja, du kleiner Golem. Tschüss. How's the Rhyme? Wie ihr wünscht. Hier sind ja noch mehr Golems.
genau. Ich würde mal sagen, ich muss mal kurz hier weg. Ja, genau das. Verstanden. Aufstehen bitte. Und so. Alter, ohne Scheiß, gegen die Golems habe ich so gar keine Schnitte. Deswegen. So. Ja, ja, komm her. Ich kann hier. Na gut. Machen wir so, kein Problem. So, hier kriegst du auf die Fresse immer. Ruf, zack, die Bohne. So, das Ding nehme ich mir natürlich noch mit. Musste ich einen Albtraum also erst erledigen, damit ich hier weiterkomme. Ist ja auch voll gefickt eingeschädelt und so. Aber auf die andere Seite will ich eigentlich noch. Ich werde mich mal direkt verwandeln hier in die Golems-Gestalt. Oh. Umgefallen. Komm. Golem. Los, schleuder einfach die Scheiße hier. Ach, am Arsch, Alter. Jetzt schleuder die Scheiße, los. Ein bisschen schneller, bitte. So. Bam. Okay, irgendwie ist es gerade hier ein bisschen doof. Lauf mal ein bisschen weg. Ach, guck mal, hier ist noch Willenskraft. Okay. Jetzt kann ich auf jeden Fall schon mal wieder schleudern. Erstmal ein bisschen flächendeckend. Alter. Nice. Erstmal fett alle drei davon erledigt. Sehr schön. Ah ne, hier ist eine massive Tür. Jetzt muss ich ja eh wieder zum Golem werden. Bitte. Danke. Was ist denn hier los? Moment. Moment. Ach, guck mal. Ja, toll. Okay, Moment. So. So. Alter, ohne Scheiß. Ich bin ja gleich tot. Nicht mal eine Sekunde kann der Junge überleben, ey. Du hattest nie eine Chance. Ja, du hattest nie. Nie eine Chance. Was ist das hier? Komm ich kurz den Geistern an. Eine Geistertür ist hier. Guck mal. Oh oh. Moment. Scheiße, im Kampf ist das nicht möglich. Na toll. Okay. Schnell in den Golem verwandeln. Erstmal. Bam! Bam, 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 bam. Ach so. Also, Kackwurscht. Hier. Piss dich. Immer. Auf die Fresse jetzt. Und schmettern. Dann müsste das eigentlich auch gleich wieder machen können. Ja komm ey, da trifft echt nur jeder zweite Schlag. Finde ich ja ein bisschen merkwürdig, aber na gut. Und hier ist jetzt nochmal ein Boss am Start. Kann ich nochmal kurz speichern. Wie ihr wünscht. So, ist erstmal schön eingefroren. Ich komm schon. Mach dir mal keine Umstände, ich bin schon auf dem Weg. Und patz und patz. Ach komm, einen noch. Also. So. Das war der letzte. Wird erledigt. So. Jetzt sind auch die frei. Jetzt kann ich die auch noch machen. So, win. Win ist drin. Möge der Erbauer mir vergeben. Ich habe sie alle enttäuscht. Sie sind gestorben und ich habe es nicht verhindert. Was ist das alles? Glaub nicht daran, Win. Aber sie sind noch nicht tot. Wir können den Zirkel immer noch retten.
Und das hier? Wie könnt ihr angesichts dieser Gräuel so etwas nur sagen? Der Tod. Seht ihr ihn denn nicht? Er umgibt uns von allen Seiten. Ich sehe ihn, aber ich glaube es nicht. Ihr seid im Nichts. Das ist ein Traum. Warum wurde ich verschont, wenn ich ihm nicht helfen kann? Welchen Sinn hat mein Leben noch, wenn ich meine Aufgabe nicht erfüllen konnte? Überlasst mich meinem Schmerz. Ich werde ihre Knochen begraben, ihre Asche in alle vier Winde verstreuen und ihr Hinscheiden bis zu meinem eigenen Tod beweinen. Jetzt wird es aber morbid. Ihr müsst dieses Gefühl bekämpfen, was es auch sein mag. Ich kann nur schwerlich Sympathie für Dämonen aufbringen. Eure unverhohlene Geringschätzung der Seelen der Toten empfinde ich als gänzlich unangebracht. So leicht zusammenzubrechen sieht euch gar nicht ähnlich. Ihr kennt mich nicht. Ihr habt kein Recht, solche Urteile zu fällen. Ich bin das Einzige, das hier real ist. Vergesst alles andere. Ich weiß nicht, wozu es gut sein soll, aber ich werde es tun, wenn ihr dann zufrieden seid. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Als wäre da etwas, das mich davon abhält. Ich hatte noch nie so große Schwierigkeiten. Wenn ich von hier wegkäme, könnte ich vielleicht klarer denken. Ja, dann würdet ihr euch sicher besser fühlen. Das klingt nach einer guten Idee. Sehr gut. Die Heulerei. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Verlasst uns nicht, wir wollen nicht alleine sein. Heiliger Erbauer, bleibt weg von mir, unreine Kreatur. Ich sagte doch, es war nicht real. Bleib ruhen, schlaf tief und fest in der warmen Umarmung des Erdreichs. Kämpft nicht dagegen an, ihr gehört hierher, zu uns. Nein, noch nicht, meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Es ist noch nicht so weit. Kommt, kommt mit zu eurer Ruhestatt. So, erstmal den hier. Auf die Fresse gibt's für euch jetzt. Achso, das war's schon. Dank dem Erbauer für euer Auftauchen. Moment! Was geschieht jetzt? Wohin geht ihr? Warum denken die immer, dass ich weggehe? Ich bleib doch da, sind die doof? Na gut. Es kommt noch ein Albtraum. Ein Albträumchen. So, Shin, hallo? Da. Ehrwürdige, ach, Liliana. Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Gesegnet sei, wer seine Vergebung erfleht. Also gut, jetzt ist nicht die Zeit für ein Gebet. Liliana, was macht ihr denn da? Gesegnet... Was? Wer seid ihr? Ich bitte euch, stört die Kontemplation des Mädchens nicht. Ehrwürdige Mutter, ich kenne diese Person nicht. Das nichts gaukelt eurem Geist etwas vor. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon ihr redet. Bitte verstört sie nicht. Sie braucht Stille und Einsamkeit, damit ihr Geist ruhen und ihr Herz heilen kann. Ah, ich weiß, was ihr... Bitte hört auf mich. Ja. Ah, Liliana, bitte hört auf mich. Das ist nicht real. Nicht real? Ich verstehe nicht. Klugheit. Wisst ihr nicht mehr, warum ihr das Kloster verlassen habt? Ich erinnere mich. Da war ein Zeichen. Liliana, wir haben schon über dieses Zeichen gesprochen. Der Erbauer mischt sich nicht in die Angelegenheiten der Sterblichen ein. Eure Vision war wohl eher das Werk von Dämonen. Hört nicht auf sie, vertraut dem, was ihr wisst. Der Erbauer sorgt sich um uns. Ich glaube, dass er seine verirrten Kinder ebenso sehr vermisst, wie sie ihn. Meine Vision mag nicht von ihm stammen, aber sie leitet mich an, das Richtige zu tun. Meine ehrwürdige Mutter wusste das. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr seid nicht sie. Wir müssen gehen, sobald ihr bereit seid.
Das ist eure Heimat, eure Zuflucht. Wollt ihr die Sicherheit dieses Ortes wirklich verlassen? Bleibt und erfahrt Frieden. Das ist nicht nötig. Ich trage den Frieden der Kirche in meinem Herzen. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich werde es nicht erlauben. Ihr könnt ihn nicht länger befehlen, Dämon. Sie ist frei. Nein, sie gehört uns. Naja. Jetzt und immer da. Ja, ja. Moment mal. So geht das aber nicht. So. Damit ist er auch weg. Gibt's hier noch mehr? Nö. Heiliger Erbauer. Sie war ein... Ein Dämon, ja. Oh, mein Kopf schmerzt, als sei ich gerade aus einem schrecklichen Albtraum erwacht. Hatten wir nicht irgendeine Aufgabe zu erledigen? Wir sollten aufbrechen. Moment, was geschieht da mit mir? So, zumindest erstmal die ganzen... Ups, andere Richtung. Erstmal die alle befreit. Wird erledigt. Jetzt kann ich in die Mitte. Hallo? Ach nee, jetzt muss ich nochmal hier hin, oder was? Okay. Die Mitte ist noch nicht frei. Wie kann das denn nur sein? Das finde ich nicht schön. So, Moment. Hier kann ich nämlich jetzt mal auch schön durch, dadurch, dass ich jetzt ein Geist bin. Oh, Moment, hier. Moment, hallo. Moment doch mal, bitte. Ja? Alter, am Arsch, hier geht's ja. Knies ab. Alter, du bist so ein Spast. Wieso kann ich denn nichts nehmen, hallo? Ja, guck, Mann, Alter, mach doch mal was. Oh, ja, mach doch mal jetzt was, Junge. Oh, du regst mich manchmal voll auf, ohne Scheiß. Das ist nicht zum Feiern hier, was der manchmal abzieht, ohne Scheiße. So, jetzt wollen wir hier, zack. Ja, halt die Fresse. Moment. Komm. Hau die mal weg. Nehmen wir den hier. Nehmen wir den hier. Nehmen wir den hier. Nehmen wir den hier. Und jetzt nehmen wir noch den hier und dann ist er weg. So. Blöde Kuh, ey. So, was ist das hier? Dann nochmal Willenskraft. Nehme ich doch gerne mit. Was ist das hier? Ein unheimliches Bauwerk. Gibt's hier sonst noch was? Guck mal, hier sind noch Mauselöcher und eine Maus. Und hä? Moment. Ach, die sind da unten irgendwo anders. Ja, dann sind sie halt woanders. Okay. So, um da wieder durchzukommen, muss ich natürlich wieder ein Geist sein. Ach stimmt, da bin ich ja durch dieses Portal im Nichts, glaube ich, gekommen, ne? Ja. Was habt ihr getan? Ich habe etwas gespürt, als würde sich der Boden verändern. Abgesehen davon, dass es vermutlich nicht der Boden war. Ich habe einen Dämon auf den Inseln getötet. Wirklich? Ihr habt es geschafft, zu ihm zu gelangen? Sicher. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Der Tod dieses Dämons muss etwas geöffnet haben. Vielleicht fügt sich jetzt alles zusammen. Was wisst ihr über die Litanei von Adrella? Nicht viel. Sie hindert Blutmagier daran, euren Geist zu übernehmen. Ich weiß nicht mal, wer oder was Adrala ist. Ihr müsst jemanden fragen, der sich besser auskennt. Ich soll diesen Ort weiter erkunden. Es soll nicht so enden. Spürt ihr es? Es wird so kalt. So, okay, Moment. Ich will nur mal hier kurz gucken, wobei, scheiße, jetzt bin ich eh hier durchgegangen. Okay, er bringt nämlich alles gar nichts.
Okay. Ach, hier geht's ja auch nicht zurück, scheiße. Komm ich denn jetzt zurück hier? Ach genau, warte mal. Ich glaube, hier musste ich doch. Wo ist das kleine Mauseloch? Ach ja. So. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Oh. Ach guck mal, hier ist noch eine Tür. Die kann ich jetzt sogar nutzen. Wo komme ich denn hier hin? Ja, genau. Werde ich gleich erstmal voll fett angegriffen, oder was? Hier, fick dich, du Kackteil, ey. Ach so, hier ist einfach nur sowas. Alter, so ein Farb. Pimmeltes Irrlicht. Weg. So, die Geschicklichkeit nehme ich natürlich gerne noch mit. Warum ist hier ein Schiff? Verstehe ich nicht. Ach nee, scheiße. Ah, gut. Sehr gut, ich wollte mich sowieso nicht verwandeln. Ich glaube, hier komme ich jetzt wieder in diesen Hauptraum zu Nile. Aber wie komme ich jetzt in die Mitte? Ah, jetzt komme ich in die Mitte. Na dann. Ab zum Allerheiligsten. Tem. Erstmal einen auf den hier machen. So. Dann wollen wir doch mal dem Dämon der Trägheit in die Fresse geben. Haben wir denn hier einen aufsässigen Lakai? Einen entflohenen Sklaven? Ja, genau. Ganz schön frei. Genug gespielt. Ihr müsst jetzt alle wieder zurück. Aber wohin zurück nur? Hier bin ich. Und da seid ihr. Ihr wart einfach verschwunden. Na, wie auch immer. Ihr wolltet uns voneinander trennen, weil ihr uns fürchtet. Ist es nicht so? Ihr haltet uns nicht, Dämon. Wir haben einander hier gefunden und dagegen könnt ihr nicht bestehen. Wenn ihr friedlich zurückgeht, mache ich es besser. Und ihr werdet viel glücklicher sein. Nein, danke. Ich schaffe mein Glück selbst. Müsst ihr immer nur an euch selbst denken? Das verletzt mich. Sehr sogar. Oh, das tut mir jetzt leid. Aber ich würde lieber dich und damit das Böse sofort beseitigen. Ihr wollt mich bekämpfen? So sei es. Ihr werdet euch meiner Überlegenheit beugen, Sterblicher. Na, das werden wir noch sehen. Verstanden. Boah, hat der mir... Nee. Manchmal frage ich mich, wie der mich noch erwischt. Oh, sorry. Komm, hau ihm in die Fresse. Oh, nix hier. Gib ihm. So, das geht auch wieder. Schmeiß ihm einfach die am Kopf, ist wurscht. Und dann nochmal schön einen in die Fresse geben. Oh. Ich bin umgefallen. Ja, irgendwie. Bringt mir der Golems, glaube ich, nicht so viel gegen ihn. So, die Form ist auch besiegt. Jetzt kommen noch die. Ich glaube, der hat vier Formen oder so, war der Cheater, ey. So,
machen wir denn noch? Den hier. Oh ne, die machen den Rest. Die machen das schon. So, dann kommt das Vieh noch. Und dann dürften wir es haben. Und da wir hier schöne Lyriumadern haben, brauche ich meine Tränke gar nicht benutzen. Ist das nicht schön? Ach, Herz allerliebst. So. Wie, du hast ja noch einen hier. Ist ja voll der Betrug. Alter Mongo-Cheater, ey. Ach, das geht nicht. Scheiße. Ah gut, kein Problem. Dann gehe ich mal kurz hier und nehme die Lyriumader. Oh, fuck. Die anderen sind tot. Ja, das ist ja jetzt eine tolle Geschichte, du. So, lass mal kurz hier hingehen. Nervt mich nicht. Ah, okay. Sie hilft mir. Sehr schön. Ja, komm, wir kommen hier ein bisschen in den Infight und jetzt bist du tot. Oh. Ihr habt den Dämon besiegt. Ich hätte nie gedacht, hätte nie erwartet, dass ihr euch befreien könnt. Uns beide sogar. Wenn ihr zurück seid, nehmt die Litanei von Adrala von meiner Leiche. Sie wird euch vor der schlimmsten Blutmagie beschützen. Eurer Leiche? Ich kann nicht mit euch gehen. Ich bin schon zu lange hier. Für euch war es wie ein Mittagsschlaf. Euer Körper ist in der realen Welt nicht verfallen, während euer Geist in den Klauen eines Dämons war. Ich habe keine Zeit mehr, warte mal. Ihr denkt, dass ich sterben werdet? Jede Minute meines Hierseins hat der Dämon der Trägheit mein Leben abgesaugt, um damit den Albtraum dieses Reichs aufrechtzuerhalten. Es ist kaum noch etwas übrig. Ich war nie dazu bestimmt, den Zirkel zu retten. Oder das alles auch nur zu überleben. Ich sterbe. So einfach ist das. Scheinst ja nicht unbedingt traurig darüber zu sein. Dann sollte ich jetzt gehen. Wir müssen uns jetzt beide auf den Weg machen. Und zwar schnell. Vergesst die Litanei von Adrala nicht. Nun zählt nur noch der Zirkel. Danke und lebt wohl. In Freundschaft. Okay. Ja, damit haben wir den Dämon der Trägheit natürlich mal besiegt. Und können uns die Litanei von Adrala holen. Was genau uns die dann im Fight bringt, werden wir wohl dann noch sehen. Erstmal die Scheiße hier kurz. Na komm. So. Jo. Und jo. Du bist aufgestiegen, dann sollst du deine Punkte bekommen. Na komm, hast die meisterhafte Kampfausbildung genossen. Du bist der Real Shit. Jetzt nehmen wir uns die. Jawoll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haut rein, Leute.